Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück zu South Park, direkt der Choläre zur Reißprobe, wo wir jetzt gegen den alternativen mutierten Humankite kämpfen müssen. Ja. Legen wir los. Ich habe immerhin die Besten am Start. Hey, ganz ruhig, Cousin. Alles wird gut. Sorry, Kyle, ich bin voller Mutantenwut und muss euch platt machen. Halt, wartet mal kurz. Gibt es ein Problem, Doktor? Ah, okay. Ich will doch auch zuschauen, wenn ein genmutierter Superheld seine winzigen Gegner einen nach dem anderen zu roter Pampe zerstampft. Ignoriert mich. Okay. Zeig keine Schwäche. Keine Sorge. Ein wenig gereizt. BTF. Okay. Versuchen wir mal auf Distanz einfach zu gehen. Das war echt unnötig. Puh, eklig, Alter. Und 71. Und 271. Oh, bitte nicht auf diesen Zeh. Da ist letztens eine Blase geplatzt und er hat sich entzündet. Irgendwie sieht das gar nicht gut aus für uns. Dass du noch an dein Handy kommst. Die Brille wurde mir verschrieben und es dauert ewig, eine neue zu kriegen. In welche der Ritzen hast du das Handy versteckt? Ich glaube, ich will es nicht wissen. Angriff aus dem Hinterhalt! Herrje, mein Arm! Ist zwar nur ein Kratzer, aber ich juckt voll wegen meiner Allergien. Bendy! Mädchen. Danke, sag ich mal. Auf sie! Hm. Okay. Andy kann ich nicht mitteilen. Ich heile dich! Danke. Macht ihm kaum Schaden. Hey, Vorsicht! Benny? Ich hab 5 Balken und einen vollen Akku. Los geht's! Okay. Gut, wenn es dir gut geht. Am besten fängst du ohne Fingerkuppen von vorne an. Ich komm nicht ran. Okay, wir hatten doch aber noch was für den Kampf übrig. Einmal Drogenfläschchen und einmal Classys Brenner. Vielleicht können wir alle zusammen essen gehen, nachdem ich aus euch Hackfleisch gemacht habe. Für Valhalla! Hältst du dir dann einen Knall? Gut. Muss man mit leben? Würde ich mal sagen. Du bist nicht dran. An die Arbeit! Ganz genau, du bist nicht dran. 602, ich weiß nicht, ob. Wenn ich besser was anderes jemand anderen für benutze.
Du beschränkst dich bitte erstmal auf Heilen. Danke. Okay, das ist weniger effektiv. Er blutet dann. Mach endlich, ich will auch noch. Er ist doch gut. Was du irgendwas dran? Was den Arsch auf? Das sieht äußerst unfair. Ah gut, viel besser. Was? Wie unfair! Juhu! Ah, das packst du, Wunderarsch. Meine Nase ist ein wenig gereizt. Mhm. Den Springbrunnen! Okay. Leute, speziell Kraft bringt's jetzt auch nicht unbedingt, Mädchen. Was? Oh. Kann ich nicht heilen, ich komme nicht ran. Oh, bin ich dran? Ja, bitte. Du kannst schon mal die Umzugswagen bestellen. Das tut mir sehr leid. Gut ist gar nicht. Das sieht schmerzhaft aus, Neue. Kümmere dich eher um deinen Freund. Ich hab Fingertouch auf der Brille. Das Ding schaffen wir nicht. Wir müssen durchhalten, bis es Tag wird. Seine Haut verträgt das Sonnenlicht nicht. Wie sollen wir bis morgen früh durchhalten? Keine Ahnung, aber wir müssen es versuchen. Okay, kann weitergehen. Brille ist wieder sauber. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Hey, du solltest jetzt den Furz einsetzen, bei dem sich die Erde um 180 Grad dreht. Okay. Sollte ich das? Welcher war denn das nochmal? Wenn ich eine Creme mit Lichtschutzfaktor 50 hätte, würde einmal ein Spiel reichen. Faszinierend. Jetzt ist der Ventilator kaputt. Jetzt ist der Ventilator kaputt. Okay, das ist deine Sorge. Der Ventilator ist kaputt. Sag mal. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Okay. Wenn ich mit dir fertig bin, brauchst du neue Accounts. Meine Nase ist ein wenig gereizt. Es wird schlimmer. Da kommt Call Girl. Wiederbelebung Call Girl wäre gar nicht mal so verkehrt. Wir schaffen das nicht ohne dich. Danke. Ich schaff's nicht ohne dich. Und wieder da. Wer hat hier den Abriss bestellt? Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Hey, nur ich darf meine Freundinnen stupfen.
kann jemand bitte in meine Falten klettern und meinen Blutfluss stoppen? Nein? Eklig? Halten sich deine Kräfte eigentlich ans Gesetz? Nicht mal an die Naturgesetze. Oh. Lass Wunderasch in Ruhe, du Versager! Oh, ich hab Nasenbluten! Hm. Mal dieses angewidert sein. Ich selbst brauch sie ja nicht. Ich hab 15 Minuten ein Webinar, also... Was denn 15 Minuten? Was? Ich helf dir! Danke! Okay, nutze deine phänomenale Flatulenz, um es wieder Nacht werden zu lassen. Hä? Keine Sorge, das poste ich nicht. Meine Nase ist ein wenig gereizt. Warum soll ich denn jetzt wieder Nacht werden lassen? Schlimmer. Aber bitte. Ohne Wattestäbchen komme ich nicht richtig in die Falten. Ich glaube, ihr solltet ihn jetzt angreifen. Diese Tote soll etwas grauen haben. Los geht's. Leg dich nie mit unsterblichen Vieren. Okay, passt. Kann weitergehen. Mysterio! Danke! Ich hab trotz deines Todes spart! Zeigen wir es den Scheiß-Trollen! Wach auf, Dornröschen! Oh, wie süß! Wach auf, Dornröschen! Hab ich was verpasst? Riesenmutanten, mehr nicht. Frei. Okay. Nein. Ich hab, was du brauchst. Danke. Mega Rotz. Na los, Neuer, mach schon! Ohoho. Geht jetzt noch nicht, okay. Muss ich da auf den Antwort von dem Kümmern? Ja, Stan, danke. Okay. Einführen funktioniert nicht. Verteidiger runter funktioniert aber. Davon erholt man sich nicht so schnell. Nein, ich will nicht. Nicht gut. Ich weiß, ich hätte die Kraft wahrscheinlich aufsparen müssen. Bitte. Zeit für ein sauberes Mobbing. Ihr müsstet euch eigentlich alle mal heilen.
Nach dir kommt... Okay, ich muss mich heilen. Reden wir nachher über Kunstagram. Das war echt knapp. Danke. Jetzt funktioniert der Tag-Nacht-Wechsel, okay. Wenn ich mit Sonnenbrand nach Hause komme, gibt's einen riesen Ärger. Bullshit. Ich hoffe, du kannst das beenden. Oder ich beende es. Sterre! Wow, weiß einer, wie er das macht? Ein allerletzter Furz! Hau alles raus, was du hast! Wie soll das funktionieren? Sag mal, wie dummig ist das denn? Halte doch! Halte und halte und halte und halte! Unglaublich! Ich dachte mir, es kommt auf die Anzahl der Ärsche an. Dabei sind die inneren Werte des Arsches wichtiger. Hey, wir haben gewonnen. Oh, oh, ich glaube, ich habe mir einen Muskel gezerrt. Dann sollte ich wohl lieber nicht mehr mitspielen. Hundearsch, alles okay? Der letzte Furz hat ihn vielleicht umgebracht. Alter, das war ziemlich krass. Ich habe noch nie so eine Dröhnung gehört. Tja, ich hoffe, die Führung hat euch gefallen. Vielleicht wisst ihr jetzt mehr zu schätzen, was uns Genmanipulation alles ermöglicht. Ihr könnt jetzt gehen. Einfach durch den Souvenirladen da. Souvenirladen? Schaut euch einfach ein bisschen um, bevor ihr nach Hause geht. Vielleicht habt ihr Interesse an einem Ich-habe-Gen-Mutanten-Überlebt-T-Shirt. Oder ein Foto für 13 Dollar. Jede Menge Andenken an den Ausflug. Lasst uns hier abhauen. Was für ein Bullshit. Was? Wir müssen Cartman verpfeifen. Und dann gehen? Weiß nicht, wie spät ist es? Es ist... Oh, scheiße! Oh, nein! Was ist mit Tyrion? Und der Arsch hat so heftig gefurzt, dass es nächste Woche ist. Was? Schaut auf eure Handys, es ist 10 Tage später. Oh toll, Wunderarsch hat uns eine Woche vorgefurzt. Scheiße, wir sind am Arsch. Na großartig. Cartman wird heute als Bürgermeister vereidigt und das ist nur die Schuld von Wunderarsch. Los Leute, wir müssen ihn aufhalten. Was ist mit meiner Mom? Wahrscheinlich gestorben. Hier Mysterion. Ich bin jetzt im Rathaus. Das müsst ihr unbedingt sehen. Ist ja gut. Ich gehe hier schon im Rathaus. Ey, Mitch Connor Poster. Oh, Kacke. Wie lange habe ich geschlafen? Habe ich was verpasst? Okay, Mann, peace out. Wo ist denn überhaupt das Rathaus? Okay, eins runter. Ich brauche ein neues Artefakt. Ich kann aber kein neues Artefakt holen. Weil die alle unter mir sind. Also dem, was ich momentan schon habe. Lass
schwule Fische schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Wie könntest du auch? Lasst schwule Fische sein. Die ganze Zeit dieselbe Frage, was wohl der schwule Fisch gerade macht. Das ist meine große Herausforderung. Die Last auf mein... Die Last auf deinen Schultern, ja, die muss ja gigantisch sein. Yeah! Woohoo! Gewonnen, Bitches! Gewonnen! Der Selbstjustizler mit Kanner ist Bürgermeister! Der krempelt den Laden um! Yeah! Das ganze Rathaus ist eine einzige Festung! Wie kann Cartman das machen? Er kann machen, was er will, er ist Bürgermeister! Seht, am Fenster! Fickt euch, Leute! Ich werde total viele Gesetze erlassen und euch total in den Arsch ficken! Oh nein! Vorbei, das war's! Aber das darf's nicht gewesen sein! Das war's, Kyle! Dank Wunderarsch ist Cartman Bürgermeister und keiner kann uns mehr retten. Ah, dank mir. Neuer! Neuer, kommen! Wer ist das? Das ist bestimmt Morgan Freeman. Neuer? Es gab eine Zeitverschiebungsanomalie. Ich vermute, sie kam aus deinem Arsch. Komm zum Taco-Laden. Wir müssen das beheben. Ja. Ihr habt's gehört. Alle Freedom Pals kommen sofort zu Freemans Tacos. Asservatenkammerparty, wenn der Sitz einsetzt. Schon. Wie schön, dass die Stadt ansonsten komplett ausgestorben ist. Ja, der Spieler ruckelt gerade auch bei mir. Immer wenn ich das eine bestimmte Zeit lang spiele. Spaß. Wir sollten öfter Selbstjustiz üben. Fing es bei mir an zu ruckeln. Aber ich will jetzt das Finale. Oder zumindest, ich bin gerade so gespannt. Okay, Wunderarsch ist da. Hallo. Bin da. Wer noch? Es ist kein Problem, als Junge ein bisschen feminin auszusehen. Bleib dir selbst treu. Ich bin ein Mädchen. Morgan Freeman hilft uns, Cartman aufzuhalten. Wie sollen wir ihn jetzt noch aufhalten? Er ist schon gewählt worden. Wunderarsch ist schuld. Er hat uns durch die Zeit gefurzt. Neuer? Deine Fürze beschleunigen irgendwie die Zeit. Wir müssen irgendwie zurückgehen und verhindern, dass Mitch Connor an die Macht kommt. Das ist der siebenschichtige Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme. Das letzte Mal, als den jemand gegessen hat, furzte er so, dass sich ein Wurmloch bildete, durch das er in der Zeit reisen konnte. So, ich muss dich warnen, Freund. Sobald du den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme isst, gibt es kein Zurück mehr. Sieh zu, dass du alles hast, was du brauchst, bevor du reinbeißt. Hast du verstanden? Wunderarsch hat die beste Geheimidentität, weil keiner weiß, ob er ein Junge oder ein Mädchen ist. Okay. Können wir nicht einfach den Doktor rufen? Das würde bestimmt einiges erleichtern. Du bist also bereit für den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme? Moment. Ich heute neues Zeug. Vielleicht erst zum Kaufen da. Wenn es ist, dann kannst du es später kalt essen. Schokoladen-Erinnerito. Nimm einfach irgendwas. Im Magen kommt sowieso alles zusammen. Hey, Wunderarsch, weißt du, dass du für einen Jungen ziemlich hübsch bist? Eine neue Zeitfurzkraft, okay. Meinetwegen. Danke sehr. Danke. Danke. Bring deine Winde in Wallung. Pass auf dich auf, Superheld. Inventar. Was ist denn das Ding jetzt? Es ist nicht da. Ich habe es auch sofort gegessen. Und ich kann es nur im Kampf einsetzen. Gut. Junge, bist du irgendwie ziemlich weiblich. Danke. Speichern.
Und dann würde ich sagen, gehen wir los. Bereit für den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme? Ja, bin ich. Retten wir die Zukunft. Jetzt musst du dich in die Zeit zurückfurzen, als Mitch Connor noch nicht im Amt war. Du schaffst das. Du musst nur fest an dich glauben. Spring durch die Zeit. Ihr könnt euch auf mich verlassen, Jungs. Ich regel das schon. Keine Sorge. Du Scheiße! Neuer? Es funktioniert nicht. Glaubst du auch wirklich an dich? Oh nein! Du hast nicht an dich geglaubt! Du hast nicht an dich geglaubt! Was? Ich hab nicht an mich geglaubt. Ich hab mich an mich geglaubt. Frohe Weihnachten! Fröhliche Weihnachten allerseits! Es ist Weihnachten. Saufen wir uns zu. Was zur Hölle? Zu spät. Wir sind in der Zukunft gelandet. Jetzt ist Cartman schon im Amt. Bring uns zurück, bevor das alles passiert ist. Mein Arsch ist ein bisschen unkontrollierbar, Jungs. Mensch. Das klappt nicht. Vielleicht hat er sich den Arsch aufgerissen. Das wäre rektakulär, scheiße. Toolchat hat recht, er muss schnell zu einem Arzt. Vorsicht, Wunderarsch. South Park ist echt unheimlich an Weihnachten. Oh, hey Jungs, frohe Weihnachten, okay? Ich bin sowas von am Arsch. Ich fühle mich, als wäre das ganze Jahr Weihnachten gewesen. Was tun die in diesen Drinks? Mr. Mackey, da ist Katzenpisse drin. Hören Sie auf zu trinken. Oh, aber es ist Weihnachten, Jungs, okay? Da ist doch gegen einen kleinen Schluck nichts einzuhalten. Oh Gott, die schon wieder! Keine Angst, Leute! Wir sind nur hier zur Feier der Ankunft unseres Herrn! Nein! Frohe Weihnachten euch allen! Hey, der Selbstjustizler, den die Bürgermeisterin meinte! Bringen wir ihn um, dann gewinnen wir was! Yeah! Yeah! Nein! Okay. Wow. Die demontieren wir. Ich hatte dich schon befürchtet. Mein Weihnachtsgeschenk für dich. Wow, Hirschi, schön geheizt. Danke, Freunde. Wuhu, los, Satan. Oh, das hat sie aufgewärmt. Oh, Foxy, deine Nein! Du bist nicht dran! Also, diese Waldbewohner können wir nicht besiegen! Die killen uns! Es ist aus! Sekunde mal! Es ist Weihnachten! Ich weiß, wer uns helfen kann! Wunderarsch, du musst zu Jesus beten! Ja, was? Ja, natürlich! Du musst fest an Christus glauben, verstehst du? Bete zu Jesus, Wunderarsch! Das ist unsere einzige Hoffnung! Im Ernst? Glaub an dich, glaub an Jesus. Das reicht nicht. Du musst noch mehr zu Christus beten. Bete für seine Erlösung. Komm schon, Neuer. Glaub an Jesus. Ist ja gut. Und was soll ich noch bitte alles glauben? An mich, an Jesus. Ist das so, oder wir sind tot? Er hat's geschafft. Da kommt jemand. Wieso soll ich meinen Glauben verraten? Okay, welches Arschloch hat Santa vom Himmel runtergerufen? Jetzt sind meine Rentiere tot! Ja! Was, Santa? Der Weihnachtsmann! Der Weihnachtsmann? Ja, fressen wir sein Fleisch! Heil Satan! Oh, ihr beschissenen Waldbewohner wieder? Santa prügelt die Scheiße aus euch ab! Okay. Oh Mist, wir hatten nicht erwartet, dass der Weihnachtsmann auftaucht.
Was sollen wir jetzt tun? Wir haben ein kleines Problemchen, Hasi. Sei nicht traurig, Beri. Ich kann mich selbst opfern. Hurra! Santa, reiß dir den Arsch kreuzweis auf! Mir ist egal, wie du ihn aufreißt, solange du ihn aufreißt. Bewohner hassen Lebkuchen. Bleib die Unartigen zurück. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Geschützt. Oh, ein Geschützturm, okay. Ho, 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 ja! Hier kommt Waschbärli! Das sieht wirklich nicht ganz so gut aus für uns. Pumpeschraube! Du bist geschickt mit deinen Händen, Stan. Danke, Callgirl. Das sollst du doch wissen, Callgirl. Weine nicht um deine Feinde. Sie sind echte Arschlöcher. Oh, wollte nur eins haben. Ja. Oh Mann, Zeit, dass es Feuer regnet. Nichts geht über Höllenfeuer. Heil, Satan. Ich bin dran. Nein. Ich glaub nicht, dass du dran bist. Den Zug hattest du eh nicht verdient. Macht dich dieser Körper nicht ganz spitz? Es ist so toll, wenn wir alle zusammenhalten. Oh, toll. Ja, meinetwegen. Ja, lächeln! Folge mir auf Instagram, sonst mache ich das gleich nochmal. War auch verdammt. Ja. Du Hurensohn! Es ist soweit! Dreihundert. Ich weiß nicht, ob Satan das interessiert. Direkt von Satan. Und los geht's! Wenn ich halt aber auch nichts tun kann mit Karl, mit Stan, gerade so richtig. Hier für dich, Arschloch! Ich hoffe, du hast eine Schutzbrille! Ich kann dich nicht erreichen, im Ernst? Jetzt aber. Meine Güte! Ist Höllenfeuer nicht toll? Ich nicht! Ah, einen tollen Zauber hast du da, Hirschi! Danke, Freunde! Ist doch kein Hirsch! Dein Tod war sinnlos, Unhold! Hat hier jemand ein Kreuzgeil gerufen? Ja, das war ich. Solltest du wohl. Jetzt fangen die Mistviecher auch noch an, sich zu heilen? Hier kommt Mysteria. WTF. Keine Gnade. Da wird die Nacht doch gleich noch stiller. Santa. Kannst du den bösen Tieren bitte ein bisschen Vernunft einprügeln?
wäre so vorkommend. Versuch das doch mal, wenn wir eure Augen gefressen haben. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Meine Seite. Autsch, hier braucht jemand eine Krankschreibung. Mal sehen, ob deine Milz schön salzig ist. Brennt in der Hölle, Kinder. Wenn Kinder töten falsch ist, möchte ich nicht recht haben. Wir kommen an dem Ding vorbei, ja? Auf zu heilen. Ich bin wieder munter wie ein Rehkitz. Du bist ja auch ein... Hier kommt dein Tod. Rehkitz. Hätte ich fast was gesagt, was ich nicht sagen sollte. Rehkitz. Klinge mal die Glocken. Klinge. Lass euren Biber nicht in Ruhe. Ich kann nichts machen. Ich kann aber dafür was machen. Du bist nicht dran. Wen frage ich als nächstes? Den Biber. Den Heiler. Töten! Du brauchst es dringender. Toolshed ist wieder da! Und los! Holzschlitzer! Töte den Heiler. Keine Schonzeit. Stell ein anderes satanistisches Ritual, ihr blöden Rotzlöffel. Nicht verbrannt. Callgirl ist online. Über dich hätte meine Schwester gerne drüber fahren können. Los! Verflixt! Jetzt bin ich so süß und hilflos, wie ich aussehe! Mhm.
Noch lange nicht. Du bist tot! Woran die Laser verschießen, sind total plausibel und cool. Ich komm nicht ran! Jetzt komm ich ran, okay. Wir werden dein Gehirn fressen und dein Wissen erlangen, bald, Freund. Ja, wenn du das meinst. Wir sollten uns mal ein bisschen noch um den anderen kümmern, der jetzt in der anderen Seite ist. Okay, dann halt nicht. Eigentlich kann ich gerade auch noch nicht kämpfen. Okay, ich sollte vielleicht auch lieber jemanden heilen. Bullshit, Heilung. Danke. Hashtag ich da. Hashtag sehr gerne. Das wird ganz bestimmt nicht sein Tag. Hol mal mein Werkzeug raus. Auf die nicht versaute Art und Weise. Ja. So was macht man eigentlich nicht mit Bohrern, aber du wolltest es so. Weihnachten, Arschloch. Du bist die Hand des Schicksals, Neuer. Jetzt kommt das Höllenfeuer. Kylo! Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Noch ein Gegner. Den ich aktuell nicht angreifen kann. Okay. Überspringen wir mal. Kann ich so ein bisschen in Position bringen? Mein Werkzeug ist bereit. Kann immer noch nicht, ne? Nein. Okay. Kann aber... ich einsetzen. Weißt du nicht, was es bringt? Ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal so. Lass Kolga mal ran! Jetzt können wir endlich auch wieder. Gut. Wir halten uns auf Distanz. Das geht Dachte Drache. Ich? Dass mir keiner an mein Werkzeug geht. So. Das. Feind erledigt. Wuhu. Lieder zum Festartefakt. Danke für die Hilfe, Santa. Keine Ursache, Kinder. Aber was läuft hier eigentlich für eine verfickte Scheiße? Tut uns leid, wir versuchen in der Zeit zurückzureisen, aber Wunderarsch hat ein eingerissenes Arschloch, also muss er in die Abtreibungsklinik. Ah, verstehe. Okay, dann lass mal deinen Arsch zusammenflicken. Mit den besoffenen Flachwichsern wird Santa schon fertig. Zur Abtreibungsklinik. Ich will nicht. Okay, wir haben neue Artefakte. Lieder zum Fest. Ein Weihnachtsliederbuch, um das Kommen des Antichristen einzuläuten.
Klingt doch toll. Warum nicht? Okay, und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch zum nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.